Hey, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Heavy Rain, wo es ja letztes Mal einen ziemlich miesen Cliffhanger gab. Naja, hier ist auch Mai wieder, wie man hören kann. Hallo. Hätte ich fast vergessen zu erwähnen. Ja, Egal. stecken gerade, glaube ich, ziemlich, ja, in einer problematischen Situation. Ja, ich freue mich nicht so drauf. Ich habe das Gefühl, das wird jetzt ziemlich tricky. Mal sehen, wie wir da rauskommen. Deshalb haben wir jetzt auch das Spiel noch pausiert. Oh Mann. Wir müssen uns erstmal mental vorbereiten. Ja, ich muss zugeben, ich bin ein bisschen nervös. Ein bisschen locker machen. Wenn dir das hilft. Zwar spiele ich, aber ist ja egal. Okay. Ah, warum musst du mich jetzt jucken? Ist das ätzend. Diese Nervosität. So. Bist bereit? Okay, los geht's. Ready, steady, go. Oh. Oh. Oh, bitte nicht. Ich bin gerade echt nervös. Echt. Oh, bitte nicht. Scheiße, alles auf einmal? Erstmal Handschellen los. Ja, ich kann nicht sehen, was ich da machen sollte. Nein, 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 nein. Oh Gott, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Warum macht er das nicht, was ich ihm sage? Wie geht das? Okay, links, rechts schauen vielleicht. Ja, er macht ja nicht, was ich ihm sage. Kannst du irgendwie auch nach unten drücken? Ja, habe ich gerade getan. Nach oben oder zur Seite? Nach rechts? Scheiße. Nein, ich gehe sowas von drauf. Ich gehe drauf. Ich sehe es schon. Oh nein, nein, nein. Nein. Willst du mir was sagen? Oh. Wir mochten ihn so gern. Schon echt frustrierend. Da muss man echt erstmal drüber hinwegkommen. Ich glaube, da komme ich gar nicht drüber hinweg. That makes sense. Didn't want him spilling his guts to us. And you suspect Gordy Kramer, right? Oh, him or one of his men. Gordy has the time and the means, not to mention the fucked up attitude to go along with it. He's only a suspect, but he's a pretty guilty-looking one. Are these your files on the case? Yeah, I've been working on them for a couple of years. I built up a mountain of paperwork. Magazines about origami? You think the killer could have subscribed to one of those? If he was even remotely interested in origami in the last 30 years, his name may be in there somewhere. Trouble is, there's over 500 names. That gets a squat. I'm starving. Do you have anything to eat? Well, I'm no chef, but I should be able to make some scrambled eggs if you like. Great. I'm soaking wet. I need to warm up a little. Is it okay if I take a shower? Be my guest. Go to my bedroom. It's the next door. Oh, I'll cook up the eggs while you're under the shower. Muss man den Kühlschrank aufkriegen? Steht vor einem fett Kühlschrank drauf, damit das auch ja nicht vergisst. Für die ganz dummen. Oh, das sind so riesige Eier und er kriegt beide mit einer Hand raus, ohne dass ihn eins runterfällt.
fühle mich immer noch schlecht. Ich habe ihn umgebracht. Ich fühle mich auch schlecht. Mach die Eier. Aber es war, glaube ich, echt schwer. Es war schwer. Man hat einfach nichts mehr gesehen irgendwie. Hauptsache, du kriegst jetzt diese Rühreier gut hin. Ich weiß nicht, ich bin noch ein bisschen neben der Spur. Hast du überhaupt den Herd an? Das mache ich jetzt, alles mit der Ruhe. Achso, ich mache sowas immer ganz anders. Oh, ups. Oh, andere Richtung. Das gleiche Problem hatte ich ja auch schon, ne? Da. Sieht langsam gut aus. Irgendwie sieht das sehr kompliziert aus. Nee, ich glaube, die sind noch nicht fertig. Nee, nee, auf gar keinen Fall. Guck dir die doch mal an. Jetzt ist es schon zu spät. Ich kann sie doch jetzt nicht wieder auf den Herd tun. Doch, das bin ich doch, konntest du. Oh, verdammt. Ich nehme doch nicht die Eier vom Herd und stelle sie dann wieder zurück. Jetzt muss ich dich auch essen. Guck mal, wie die aussehen. Die sind das total wabbelig. Grafik. Die sind doch gar nicht gestockt. Ich habe auch keine Lust da. Hallo? Sie borgt sich einfach so in den Bademantel. Sie hat mich gerade in die Küche geschoben. Ja, du warst halt im Weg. Na, ist. I don't really like raw eggs. Sie mag keine Lappe. Maybe I should have told you. I'm sorry. I told you. I'm not a great chef. Jetzt bin ich verleidigt. It's okay. Siehst du? Kein Skill. Ich hab dir gesagt, die sind nicht fertig. Sie muss jetzt auch nichts essen. Sie sehen trocken aus, wenn sie fertig sind. According to this, about 30 clients bought spare parts for royal machines in the last 10 years. The killer may be one of them. Oh, you know, checking out the alibi of 30 clients one by one, that's a lot of legwork. Klingt gerade ein bisschen faul. Except that if we cross-check them with the list of subscribers to Origami magazines, you still got that, right? Yeah, I've got. But Lauren, wait. Jetzt bin ich sauer, weil tot ist, und ich bin sauer über die Rühreier. Ah, ich könnte irgendwas zauen. If the killer really used a royal typewriter and if he subscribed to an Origami magazine, his name should be on both lists. Well, Lauren, I mean, that's just an assumption, but yeah, I suppose. His name is here somewhere. Help me, we're gonna find him. Ich würde gerne was dazu sagen, aber ich habe immer das Problem, dass ich das alles verzögert höre und dann denke ich mir, ich quassel wieder irgendwo rein. Irgendwie. Ach, süß, wie er ihr Wasser bringt. Ich dachte das eigentlich kann Kaffee. Er wenigstens noch Kaffee machen. Ist wahrscheinlich auch ein Problem. Haben die nicht geredet oder haben die Übersetzung vergessen? The only guy whose name was on both lists died when he was 10. What are you gonna do now? Dig up his coffin, make sure he's dead? I know it doesn't make any sense. Unless the killer was only using his name. But why use the name of a kid who died 30 years ago? Well, that's what we came to find out. The name is John Shepherd. It should be on a grave around here somewhere. You never give up, do you? Wie er noch kurz gelächelt hat gerade. Aber ich glaube, der Fall ist eindeutig. Ich meine, wenn jemand Kinder umbringt und sich selber einen Namen von einem 10-Jährigen gibt, der vor Jahren gestorben ist, hängt das bestimmt zusammen, oder? Meinst ja. Nicht? Klingt irgendwie eindeutig. Mir fiel nur gerade auf, dass du so still bist. Bist du auf einem Friedhof? Achso, oh. Oh, Entschuldigung. Excuse me, I'm looking for... Well, don't worry about it. I can manage alone. Zu viel dazu. Sehr hilfreich. Und findest du was?
Sieht nämlich gerade eher nicht so aus. Eigentlich laufe ich hier nur ein bisschen ziellos durch die Gegend. Du könntest die Gräber angucken. Ja, da war irgendwas mit Davis. Liegen die Kinder bei den anderen Erwachsenen? Ich weiß es nicht so genau. Ja, woran könnte man erkennen, dass da irgendwo... Hey, der kann normalerweise vielleicht an kleinen Stofftieren und sowas. Hast du schon irgendwo ein kleines Stofftier gesehen? Nein, aber ich glaube auch ein Kind, das vor 10 Jahren gestorben ist, hat auch nicht mehr unbedingt Stofftiere drauf. I'm looking for the grave of a boy named John Shepherd. Straight ahead, a little further out. Thanks. Das ist aber auch ein sehr kleiner Friedhof. Da kann man sich wahrscheinlich merken, wer da liegt, wenn man da arbeitet. Meint er jetzt aus seiner Sicht geradeaus oder aus meiner Sicht geradeaus? Ja, na toll. So viel dazu. Sonst guck doch einfach mal, ob... Vielleicht besucht der Killer ja noch das Grab. Guck doch mal, ob irgendwo was vorsteht vor irgendeinem Grab. Also irgendein Gegenstand oder so. Ich finde, das wirkt sowieso voll komisch. Ein Friedhof voller Grabsteine, ohne dass irgendjemand irgendwo Blumen hinterlassen hat. Ja. Als ob alle da seit 20 Jahren tot sind und keinen Verwandten mehr hätten. Da ist ein Schild. Huch, wie kommst du auf einmal dahin? Ich war wohl zu doof. Warst du nicht eben noch woanders? Ja. Sie hat mich schon wieder irgendwo hingeschoben. Beaming. Origami figures. That's one hell of a coincidence. Das ist wirklich unwahrscheinlich. These flowers are fresh. Looks like someone's still tending the grave. Oh, youngin. That one I knew well. Oh. You knew John Shepherd? I've worked this graveyard nearly all my life. I remember what happened. It was in 77. Wie kann man so lange da arbeiten? Frage ich mich ein bisschen. Yeah, good for nothing, hoodlums. Get the hell out of here. Nett. Ah, wow, Moment, ich muss mal eben. Mein Fernseher enttatschen. He's drunk again. What are we gonna do? It's pouring rain. We're gonna get soaked if we spend a day outside. Well, this won't get beat. Little rain never hurt nobody. Come on, let's go play. Ja, gut. Erkältung oder geschlagen werden, da kriege ich auch lieber eine Erkältung. Jetzt kann man endlich mal mit jemandem rennen. Ich finde ja, mit dieser Lederjacke sieht der eine so ein bisschen aus wie Ethan. Ja, stimmt. Vor allem die schwarzen Haare dann so. Oder dunkle Haare zumindest. Das sind irgendwie zwei Brüder, so wie Ethans Kinder. Nur, dass die strohdumm waren. Was muss ich drücken? L1. Das war nix. Nicht gedrückt halten. Gott, das Klettern immer kompliziert. Hallo? Jetzt habe ich doch alles richtig gemacht. Sicher? Okay. Eigentlich cool. Eigentlich sollten Kinder nicht auf einer Baustelle spielen, aber irgendwo kann ich verstehen, dass sie genau da spielen wollen. Das ist auch komisch, dass die direkt auf dem Grundstück wohnen, oder? Hallo? Also ich? Applaus, jetzt hingekriegt. Du hast eben jemanden umgebracht, also red nicht so. Ich habe mich bisher aber nicht doof angestellt. Das könnte echt fast ein großer Spielplatz sein. Fast. Wenn so eine Baustelle nicht eigentlich bedrohlich wäre. Man weiß ja nie, wann was zusammenkracht, ne?
du hin? Come on! Aua, ups. Laufen ist echt kompliziert. Slowpoke, slowpoke. Bitch can't do that. You're a slowpoke. Lauf. Move your ass, I'm waiting. Das ist nicht gerade sehr nett, der Bruder. Tja, was man zu Hause vorgelebt kriegt, nimmt man schon ein bisschen an, ne? Jeez, you're nothing but a... Jeez, you're nothing but a slowpoke. Come on, loser. Ja, ich hab schon gehört, ich komme ja. Wie sie Loser mit Flasche übersetzen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber irgendwie finde ich es ein bisschen befremdlich. Ich glaube, ich rede auch schon wieder voll in deren Gerede rein, oder? Oh! Uff, ja, normal, ne? Kinder sollten echt nicht auf Baustellen spielen, vor allem nicht bei Regen. Immerhin, sie können's. Sicher. Woran ist denn der eine von beiden wohl gestorben? An der Baustelle? Wer weiß. Ich gehe davon aus. Ich glaube nicht da. Ich glaube, du verläufst dich. Ja, so runter. Gott, ist das kompliziert. Tja, was soll denn hin? Ach, da. Yay, Rutsche. You don't need to do this if it's too hard for you. No chance, I can do it all right. Just you watch. Okay. Ich hoffe echt ein bisschen, ich fahre nicht runter. Wird da überhaupt noch gebaut? Ich meine, das rostet alles schon. Ist das vielleicht eine Bauruine? Naja, ich weiß nicht, wenn es so ständig regnet, rostet das vielleicht auch ein bisschen schneller. Ja? Ist sowas nicht normalerweise irgendwie aus Stahl? Hätte ich jetzt gedacht. Aber anscheinend ja nicht. Hm. John, wait for me! Get a move on! Oh Gott, fall da bloß nicht runter. Oh. Oh, oh, oh. Die Spannung steigt auf dem letzten Stück. Scheint sich auch gerade sehr konzentrieren zu müssen, du sagst gar nichts mehr. Und ich rede schon wieder in die rein. Schlimm. Ah, okay. Nochmal Anlauf holen. Oh, so viel dazu. Na toll. So. Ja, wenn man das gewusst hätte. Oh, der kann echt weit springen. Klingt toll. Muss er da echt Anlauf holen? Ich bin... Oh Mann. Als ob er sich da nicht mehr wehtut. Let's play hide and seek. Verstecken.
You go and count to 20 and try to find me, okay? Wie er das so bestimmt. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Das ist nett. 10. Ich glaube, du kannst nicht zählen. 18. 20. Wie er da auch grinst, ey. So Leute, die Frage ist, finden wir ihn in dieser Folge noch oder finden wir ihn in der nächsten Folge? Ich würde sagen, wir finden ihn in der nächsten Folge. Also, bis demnächst. Bis dann. Ciao. Tschüss.